3000 Euro Inflationsprämie für Millionen Arbeitnehmer und beschäftigte Rentner am 28. September 2022 beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Bundeskabinett hat am Mittwoch, den 28. September 2022, fix beschlossen, die 3000 Euro Inflationsprämie, die im dritten Entlastungspaket angesprochen oder angedacht war, wird jetzt tatsächlich kommen. Ab dem 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 können Arbeitgeber steuerfrei und sozialabgabenfrei an ihre Beschäftigten, Arbeitnehmer und auch an beschäftigte Rentner bis zu 3000 Euro Inflationsprämie auszahlen. Die Inflationsprämie soll dazu dienen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch beschäftigte Rentner hier besser über die Runden kommen, weil ja die Preise durch die Energiekrise und auch durch die Lebensmittelpreise so extrem hoch angestiegen sind. Wir haben ja letzten Endes jetzt auch aktuell eine massive Inflation. Voraussetzung dafür, dass diese Prämie tatsächlich auch steuerfreier Arbeitslohn ist, ist, dass der Arbeitgeber im Lohnschein oder in der Lohnabrechnung auch tatsächlich kennzeichnet, dass diese Prämie inflationsbedingt oder preisbedingt ausgezahlt wird. Somit gibt es für einen Zeitraum von 2 Jahren, ähnlich wie bei Corona bedingt, hier die Möglichkeit, durch den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer eine steuerfreie Prämie zu zahlen. Davon profitieren beide Seiten. Der Arbeitgeber muss auf die Prämie keine SV- und Steuerbeiträge zahlen und der Arbeitnehmer bekommt diese Prämie sozusagen als Ausgleich, als kleiner Ausgleich für die gestiegenen Energiekosten. Ich sage, eine gute Regelung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.